Igel Tiere an ehemals selten sie seltsam kennen sie Otter die seltsam kennen sie die Igel, Erinnerzeidae, bilden eine Familie von Säugetieren, deren bekannteste Vertreter die in Europa lebenden Arten Braunbrustigel, Erinnerzeus europaeus, und nördlicher Weißbrustigel, Erinnerzeus romanicus, sind. Insgesamt umfasst die Familie rund 25 Arten, die in Eurasien und Afrika verbreitet sind. Sie teilen sich in zwei äußerlich deutlich verschiedene Unterfamilien, die Stacheligel, Erinnerzeinae, und die stachellosen Ratten oder Haarigel, Galericinae. Die systematische Stellung der Igel ist immer noch umstritten, diskutiert werden eine Zugehörigkeit zu den Insektenfressern, Dolichotypla, oder eine Stellung als eigene Ordnung, Erinaceomorpha, an der Basis der höheren Säugetiere, Deuteria, wobei jüngere Untersuchungen die erstere Variante wieder wahrscheinlicher werden lassen. Junger Stacheligel. Stacheligel können sich im Bedrohungsfall einrollen. Stachel im Rasterelektronenmikroskop. REM, Vergrößerung 20 mal Igel sind kleine bis mittelgroße Tiere und haben einen generalisierten Körperbau. Die Kopfrumpflängen dieser Tiere variieren von 10 bis 45 cm, der größte Igel ist der große Rattenigel, der ein Gewicht von 2 kg erreichen kann, während die kleinen Rattenigel nur 20 bis 80 Gramm auf die Waage bringen. Die Schwanzlänge ist variabel, einige Vertreter der Rattenigel haben einen langen Schwanz, während er bei den Stacheligeln meist nur ein kurzer Stummel ist. Die Gliedmassen der Igel sind relativ kurz und unspezialisiert. Die Daumen bzw. großen Zehen sind wie bei allen Insektenfressern nicht opponierbar, die Füße enden in meist 5 mit scharfen Krallen versehenen Zehen, lediglich die afrikanischen Igel haben nur 4 Zehen an den Hinterfüßen. Das Schien- und das Wadenbein sind wie bei vielen Insektenfressern in der unteren Hälfte verschmolzen. Igel sind Sohlengänger. Bei den Ratten